Die Party ist da. So heiß? Das glaube ich nicht. Was glaubst du, was du da tust? Ich nehme, was ich verdiene. Oh nein! Ernsthaft? Mein Kopf! Das hat echt wehgetan. Deine Haare! Ein ganz schönes Durcheinander. Hilf mir! Nichts ist besser als Gold. Nun, es ist genau, was du brauchst. Fühlt sich gut an, oder? Reicht das schon? Sag Hallo zur wunderschönen Haut. Wow, viel besser. Aber dieser Mund, der ist eklig. Mit Mundpflege ist nicht zu spaßen. Zeit zum Zähneputzen, Süße. Los geht's. Tschüss, Plack. Perfekt. Was? Nein. So lecker. Gib das her. Was ist passiert? Ich bin immer noch pleite. Aber warte. Schau mal, wer da ist. Was ist das für ein Ort? Kakerlake. Ja. Ich werde ganz hungrig. Etwas salzig. Zeit fürs Gesicht. Was? Vertrau mir, okay? Du brauchst nur ein gutes Peeling. Perfekt. Zeit zum Abspülen. Da. Wunderschön. Perfekte Haut erwartet dich. Was habe ich nur getan? Ups. Ich habe ein bisschen zu fest geschrubbt. Bitte funktioniere. Gott sei Dank. Diese Zähne sehen fies aus. Warte, mein Kaugummi. Das ist perfekt. Diese Flecken sind tief. So ist es viel besser. Das würde ich auch sagen. Wenigstens eine von uns. So süß. Wer ist hier drin gestorben? Bist du das, Barbie? So schäbig. Aber das kann ich ändern. Ekliger Müll, verschwinde. Alter Kaugummi, du bist echt dreckig, Kleines. Gut, das ist erledigt. Zeit für ein Bad. Schön warm, so wie du es magst. Lehn dich einfach zurück und entspann dich. Wie wär's mit etwas Schaum? Oh ja! Yeah. Genieß es einfach. Aber warte. Was? Bist du zum Teil Werwolf? Nichts, was ein Rasierer nicht beheben könnte. Das Zeug ist dick. Ups. Du meine Güte, wie auch immer. Zeit zum Aussteigen. Gibt es etwas Luxuriöseres als einen Bademantel? Definitiv nicht. Oh Baby, Baby. Woohoo. Upsi. Alles okay? Das sieht nicht gut aus. Es tut weh. Kann ich ein paar Krümel haben? Was? Ich habe eine bessere Idee. Hier. Eine Badewanne für dich. Aber ich muss sie noch füllen. Hey, wie wäre es mit etwas mehr Dreck? Und unsere magische Zutat. Eine alte Wasserflasche. Gern geschehen. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Sei sanft. Mann, ist das kalt. Der Dreck ist überall. Ich kann dich nicht hören. Warte mal. Du magst auch Bonbons, oder? Nicht in der Badewanne, du Spinner. Lea. Ups, tut mir leid. Na, als ob. Aber jetzt bist du sauber. Das schreit nach einem neuen Outfit. Echt süß, oder? Ganz und gar maßgeschneidert, Baby. Warte, was ist das? Habe ich dich erwischt? Mein Fehler. Mir ist langweilig. Wie groß kann ich das Ding machen? Hoppla, das ist bedauerlich. Und dich habe ich auch erwischt. Weg mit den Alten. Halt einfach super still. Sieht schon besser aus. So schick. Nur noch ein paar Strähnen. Ich bin kahl. Das war's. Kein Kaugummi mehr. Ich weiß. Ich habe viel Gold an mir. Sag Hallo zu deinen neuen goldenen Locken. Wow. Schau, wie sie glitzern. Fantastisch. Sie ist so schön. Aber ich kann noch eine Schippe drauflegen. Wir brauchen Länge. Kleine Zöpfchen, siehst du? So bezaubernd. Goldrichtig, würde ich sagen. Mann, ist das lecker. So süß. Ich habe die beste Idee. Verabschiede dich von den Knoten im Haar. Igitt. Es ist noch dran, weißt du?
Oh nein, deine Bürste. Egal. Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Schnipp, schnapp, Baby. Vertrau dem Prozess. Das tue ich wirklich nicht. Meine Haare. Wow, faszinierend. Das bringt mich zum Nachdenken. Ich mache dir einfach neue Haare. Das dauert nur ein paar Minuten. Fast fertig. Wir verwandeln schlechte Nachrichten in gute. Etwas wirklich Gutes. Ich denke, das sollte reichen. Aber ich will Locken. Und zwar viele davon. Wow, ist das schön. Und so einfach. Bitte sehr. Hallo, fabelhafte Locken. Du siehst von Sekunde zu Sekunde süßer aus. Aber noch eine letzte Sache. Deine Lieblingsfarbe. Und, gefällt es dir? Mir schon. Wow, das gibt's doch nicht. Schau dir das Bett an. Irgendwie will ich das alles haben. Und ich kann es mir definitiv leisten. Zeit für einen Einkaufsbummel. Und alles, was ich brauche, ist Geld. Siehst du diesen Schein? Mit nur ein paar vorsichtigen Falten kannst du es in etwas Tolles verwandeln. Warte nur ab. Da, ich habe jede Menge. Und es ist alles für dich. So, und die obere Hälfte nicht vergessen. Schau dir das ganze Grün an. Du bist wie aus Geld gemacht, Süße. Fabelhaft. Jetzt zeig uns, was du trägst. Was ist das für ein Designer? Barbie, hier drüben. Es gibt genug von mir für alle. Wir gehen viral, Süße. Oh, Hilfe. Was? Barbie, ich brauche Hilfe. Blöder Käfer. Lass mich in Ruhe. Ich bin zu fabelhaft für sowas. Ja, mach sie fertig. Okay, ich glaube, ich habe ihn erwischt. Aber zu welchem Preis? Dein Outfit ist ruiniert. Hey, meine alte Socke. Das ist es. Eine neue Passform ist auf dem Weg. Ich denke, das ist lang genug. Diese Socke hat mir sowieso nie gefallen. Hier, probier sie an. So süß. Es ist perfekt. Noch besser als vorher. Gern geschehen. Ich sollte öfter von Käfern angegriffen werden. Ups. Alles für dich, Barbie. Das ist nicht fair. Sie ist niedlicher als du. Mein Leben ist ruiniert. Ha, diese Barbies gehören mir. Meine, meine, meine. Ha. Ja, ich hole mir auch eine Barbie. Hey. So langsam, Loser. Das ist nicht fair. Ich hab Pech gehabt. Wir sind ausverkauft. Keine Barbies mehr? Oh, blöder Laden. Hat jemand diesen Ort als blöd bezeichnet? Nicht so schnell. Du bist verhaftet. Aber das verstehe ich nicht. Nein, ich bin doch kein Dieb. Barbie, wir müssen von hier verschwinden. Ich gab uns den Weg frei. Aha, so langsam. Hä? Der Boden ist gefliest, hä? Das klappt nicht. Moment, ich mach das schon. Wir kommen hier noch raus. Darauf kannst du dich verlassen. Ultrakraft aktiviert. Schon? Oh nein. Damit habe ich nicht gerechnet. Hey, Köpfe rein. Na los. Keine Sorge, Barbie. Ich werde einen anderen Ausweg finden. In der Tat. Bingo. Lass uns verschwinden. Was? Das soll wohl ein Witz sein. Auch eine Möglichkeit. Oh Mann. Was für ein Reinfall. Was? Es sind erst 5 Stunden vergangen. Oh, es bleibt mir noch so viel Zeit. Ich halte das nicht mehr aus. Schau mal hier rein, Servi. Ich habe es selbst reingeschleppt. Ein Hammer. Und was ist das? Wie man ein kleines Gefängnis baut. Natürlich. Jetzt weiß ich, was ich tue. Zuerst bauen wir einen Käfig. Das klingt einfach. Aber mit welchen Materialien? Hey, hier ist alles voll Metall. Ich muss es nur in die Finger bekommen. Fast. Hab's. Das ist super. Ich brauche noch mehr. Viel besser. Na, dann wollen wir mal beginnen. Aber nun brauche ich eine Wand. Nichts, was Pappe nicht lösen könnte. Was ist das für ein hässliches Braun? Diese Farbe ist echt langweilig. Na, was meinst du, Barbie? Schau dir deinen Finger an. Hey, sieh mal. Das ist mein Lippenstift. Mit Rosa kann man nichts falsch machen.
Das sieht schon viel besser aus. Schau dir das nur an. Das passt perfekt. Was meinst du dazu? Das ist ein fabelhafter Käfig. Nun sind wir beide im Gefängnis. Wo kommt das Geräusch her? Mann, ich liebe den Eistag. Naja, wie auch immer. Mal sehen, wie es weitergeht. Eine Badewanne? Du brauchst ein Bad. Das Zeug war wirklich der Hammer. Autsch. Was war das? Ein alter Eiscremebehälter oder eine neue Badewanne? Wie auch immer, es gehört mir. Aber noch ist es voll langweilig. Zeit zum Dekorieren. Und zwar mit meinen Armbändern. Klein, aber fein. Jetzt wird gezaubert. Mit etwas Kleber und Geduld. Es gibt nichts, was ich nicht dekorieren könnte. Okay, Zeit für ein Bad. Langsam. Fehlt da noch was? Warte, wir brauchen Wasser. Und das hier brauche ich auch. Hab dich. Ich will das Ding schön prall haben. Siehst du, ist es voller Wasser. Nun brauchen wir Seife. Wo ist das Ding gewesen? Ich will es gar nicht wissen. Sie wird es nicht mal bemerken. Okay, ich habe alles. Zeit für ein Bad. Und ich bringe den Schaum. Gut so? Ich fühle mich schon sauberer. Für dich, meine Prinzessin, tue ich alles. Oh, wie entspannt du bist. Du bist echt eingeschlafen. Bedeutet, du brauchst ein Bett. Keine Sorge, ich mach das schon. Du brauchst einen Schönheitsschlaf. Und eine Decke natürlich. Zwei lag ich für meine Prinzessin. Träum süß. Und einen Snack für mich. Oh, lecker. Sammy, Hilfe! Ich hab's. Oh, bäh. Du brauchst ein richtiges Bett. Und ich weiß genau, wo ich eines finde. Das soll schön gemütlich werden. Gut, dass ich jede Menge Müll habe. Füllen wir es. Super. Das sollte besser an Ort und Stelle bleiben. Letzter Schliff. Lass es Kleber regnen, Baby. Dieses Zeug hat noch so viel vor sich. Okay, das reicht. Fertig. Und nun kommt der lustige Teil. Schau dir das an. Aber noch bin ich nicht fertig. Erstmal Zeit für das Kopfteil. Ich mag diese Farbe überhaupt nicht. Na gut, suchen wir nach einer anderen Option. So? Nein. Ziegelbraun? Nein. Mehr habe ich nicht. Hey, ich sehe da ein Muster, Leute. Ist das Kopfteil nicht süß? Das wird Barbie lieben. Aber was soll ich damit machen? Ah, ich weiß. Ich werde es um das Bett wickeln. Ist perfekt. Du musst nie mehr auf dem Boden schlafen. Wanzenfrei ist der richtige Weg. Na, dann träumen Sie es, mein Baby. Hä? Nicht schon wieder. Mann, war ich ausgetrocknet. Und jetzt muss ich auf die Toilette. Wow. Gib mir 10 Minuten. Vielleicht auch 20. Das ist widerlich. Aber warte, du brauchst eine Toilette. Und ich habe genau das Richtige. Tada. Zeit zum Malen. Es geht doch nichts über eine saubere weiße Toilette. Sobald sie auf dem Sockel steht, kann's losgehen. Für deinen zarten Hintern. Schau dir das an. Nice. Aber es fehlt noch was. Da sollte erstmal keiner reingehen. Fertig. Alte Zahnseide. Hör endlich auf, Dinge nach mir zu werfen. Aber das werde ich trotzdem ausnutzen. Deine Toilette, Barbie. Nun kannst du dein Geschäft verrichten. Viel Spaß. Ich lasse dir jetzt Privatsphäre. Mir wird richtig langweilig hier. Verstehe. Was könnte sie lesen? Schau dir das an. Und los geht's. Fast fertig. So. Bitte sehr, Barbie. Wo habe ich meine Brille hin? Ah, da. Oh, Gott sei Dank. Hey, sieh dir dieses süße Set an. Aber wie baue ich das? Moment mal. Bingo. Shampoo. Nicht mehr. Ich schneide das Ding weit auf. So. So schnell sieht man sich wieder Farbe. Mit Weiß kann man nichts falsch machen. Aber ich brauche ein schönes Muster. Hm? Was ist hier los? Nein, lass ihn nicht ertrinken. Macht mich jedes Mal fertig. Ein trauriger Film, schätze ich. Aber sein Verlust ist mein Gewinn.
Es ist nicht so rotzig. Besser als nix, oder? So. Diese Serviette muss fest sitzen bleiben. Sieht ziemlich gut aus. Aber wir brauchen noch Regale. Nichts, was ein wenig Pappe nicht beheben könnte. Sehr gut. Passt ideal. Was ist das? Endlich habe ich Platz für meine ganzen Sachen. Gefällt's dir? Aber wo kann ich mein Make-up auffrischen? Warte, nimm meinen Spiegel. Du kannst ihn haben. Passt perfekt. Okay, nun der Schminktisch. Und ich habe genau das Richtige. Du kommst mit mir mit. Oh, es klingt. Es braucht hier nur etwas Heißkleber. Und dann natürlich Regale. Fast da. Nun zu den Beinen. Sehr gut. Ich habe mich für einen modernen Look entschieden. Aber wo soll ich sitzen? So viele Forderungen. Ups. Moment mal. Ich habe eine Idee. Gut, dass ich die hier habe. Ich muss sie schön nass haben. Na dann mal los, Speichel. Das reicht. Na los, schön kleben. Das war's. Ein Hocker? Komm sofort. Hier, bitte sehr. Machen wir einen Probesitz. Wow. Toll. Und für den letzten Schliff ein wenig künstlerisches Dekor. Ist das nicht cool? Hey, das ist eine gute Idee. Ein kleiner Countdown. Und wir sind fast frei. Das hier ist nur für dich, Barbie. Cool. Machen wir einen Teppich aus dir. Niemand mag kalte Böden. Selbst wenn es nur etwas Toilettenpapier ist. Ist das nicht süß? Super. Das ist gut hier. Oh nein, ich kann diesen Platz nicht leer lassen. Oh, warum ist Dekorieren so schwer? Moment mal. Dornröschen zählt die Schafe. Das heißt, ich kann mir die hier schnappen. Mann, bin ich gut. Das hier wird perfekt passen. Guck mal, dein neuer gemütlicher Raum. Alles nur für dich. Oh ja. Du hast sogar frische Blumen und einen Schminktisch. Dieser Käfig ist viel schöner als meine Zelle. Das Leben ist schön, Baby. Ich glaube, wir sollten so langsam gehen. Soll das ein Witz sein? Es sind nur 5 Minuten vergangen. Baby? Oder nur ein unruhiger Häftling? Was zum? Ist das etwa ein schicker Käfig? Das muss ich mir ansehen. Das Teil ist schön. Was zum? Psst. Lass uns reingehen, Ken. Das ist eine tolle Bude. Etwas mädchenhaft, aber das kann man verschmerzen. Das ist unsere Chance. Verschwinden wir aus dieser Hölle. Puh, warte. Orange war nie meine Farbe. Oder deine. Bye, Loser. Komm hierher, zurück! Verbrecherin! Zurück zum Ort des Verbrechens. Die Kassiererin. Hallo, ich bin zurück. Oh. Was mache ich denn jetzt nur? Die Polizei! Nie habe ich Glück. Hilfe! Hä? Hier unten! Ich hoffe, ich bereue das nicht. Autsch! Oh, juhu! Yeah. Wow! Du stinkst. Wir müssen dich sauber machen. Zuerst ziehen wir diese dreckigen Klamotten aus. Jetzt kann ich meinen magischen Zahnpasta-Trick einsetzen. Ist das wirklich nötig? She's fresh, fresh, exciting. Du riechst immer noch. Du brauchst eine richtige Dusche, Mädel. Für irgendwas musste die alte Schulmappe ja gut sein. Blumen für die hübsche Dame. Wie die Tapete in einem süßen Häuschen. Ihr fragt euch bestimmt gerade, was ich hier mache. Eine schicke Dusche für meine neue Freundin natürlich. Und nun kommt der pinke Strohhalm hier dran. Ganz vorsichtig, ich will keine Fehler machen. Wow, schaut euch das an. Wie schick. Aber irgendwas fehlt noch. Viel besser. Mit diesem Prinzessinnenvorhang hat meine Puppe ein bisschen Privatsphäre beim Duschen. Duschzeit. Oh, ups. Lass dir Zeit. Und keine Sorge, es gibt genug heißes Wasser. Wow, du riechst so gut. Und nun brauchst du noch Kleidung. Aber die sind echt dreckig. Ich weiß was. Gelb und Lila, meine Lieblingsfarben.
Designerkleidung fertig. Wir passen so gut zusammen. Oh, aber ich habe so viele Accessoires. Vielleicht finden wir auch welche für dich. Shine bright like a diamond. Du siehst so schick aus. Oh, du brauchst ein Haus. Na dann. Ihre Bestellung ist da. Ja. Yay. Danke. Wow. Das ist mein Traumhaus. Und was meinst du? Wow, das ist auch mein Traumhaus. Oh, wow. Komm zu Mama. Da! Ja, Schatz. Kannst du das für mich bauen? Ja, klar. Hey. Ach, mal sehen. Dad, das ist einfach. Da bin ich mir nicht so sicher. Tut mir leid, Schatz. Ich muss was erledigen. Aber, dann versuche ich es eben selbst. Okay. Versuchen wir es mal. Ich glaube, das kommt hier dran. Magst du's? Wow, was für ein schönes Haus. Ich habe eine Küche, Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Weck mich nicht auf, falls es ein Traum ist. Hat's dir gefallen? Oh, gut gemacht, Schatz. Danke. Kannst du auch den Schrank reparieren? Nein, Dad. Fast vergessen, wir müssen dir ja noch was zu essen machen. Gehen wir. Du brauchst ein gesundes, köstliches Mahl. Du hast so ein Glück, mich als Freundin zu haben. Ich bin ein Genie, das einfach alles kann. Zuerst kommen die Drähte und dann Feuer. Oh la la. Und nun kochen wir. Wir brauchen ein bisschen Ei für unseren winzigen kleinen Topf. Dabei wird eine Spritze helfen. Das Essen ist fertig. Guten Appetit. Wow, sieht definitiv besser aus als Müllessen. Ich verhungere. Hättest du Lust auf einen Spaziergang? Oh, nein, ich will nicht. Ich bin so voll. Oh, warte. Ich habe eine Idee. Strohhalme? Check. Du zuerst. Kleber? Check. Wir kleben sie so zusammen. Perfekt. Ich habe so ein Glück, dass Dad so viele alte CDs in der Garage noch hat. Diese kleine Box wird der Sitz. Das Fahrrad ist nun fast fertig. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Oh, neue Gesichter. Hi, wir kommen in Frieden. Hi. Hey. Freut mich, dich kennenzulernen. Schöne Puppe. Deine ist aber auch voll cool. Steve. Moment, Steve. Mama. Willst du vielleicht auf ein Date gehen? Ja, klar. Okay, ich muss los. Bis morgen. Bis dann. Oh nein. Oh nein. Meine süße Prinzessin, rede mit mir. Aber nicht so. Du brauchst eine neue Frisur, Süße. Oh nein. Tut mir leid, aber da hilft leider nichts. Entspann dich und vertrau mir einfach, okay? Ich schneide auch nur etwas ab. Diese Frisur passt nicht zu dir. Ich brauche auf jeden Fall eine leere Leinwand. Oh, mein Rapunzelhaar! Und nun bin ich voll kahl! Keine Sorge, ich mach das schon. Das könnte jetzt etwas wehtun. Du bist sogar besser als die Corpse Bride. Fühlt sich tatsächlich wie eine Massage an. Oh, was für schönes Haar! Und fertig. Oh, Savvy, ich sehe jetzt aus wie du. Zwillinge. Aber warte noch, wir sind noch nicht fertig. Willkommen im Schönheitssalon. Setz dich. Es ist Zeit, deine Nägel zu machen. Yup. Keine Sorge, das tut nicht weh. Mach das zu Hause aber nicht nach, Kinder. Das ist sehr heiß. Perfekt. Nun kommen die Farben. Yeah. Such dir eine aus. Die sind alle total hübsch, aber ich mag die hier am liebsten. Nice. Na, dann mal los. Ich hoffe, der ist nicht eingetrocknet. Bei Nagellack ist Präzision das Allerwichtigste. Wow, du siehst wirklich richtig toll aus. Komm her, lass mal sehen. Das ist ein echtes Nagelkunstwerk. Leute. Das wird dein erstes Date. Ihr könntet euch... Wir müssen deine Lippen glänzen lassen. Mach's dir bequem, Süße.
Hier, eine Decke, damit dir nicht kalt wird. Ist gemütlich, oder? So, fangen wir dann mal an. Als erstes müssen wir etwas Kleber auftragen. Atem anhalten. Und jetzt ein Hauch Magie. Feenstaub für glitzernde Lippen. Schimmer, Gewürze und alles Schöne. Du siehst wunderbar aus. Mein Make-up ist fantastisch. Oh, aber du kannst auf keinen Fall auf ein Date gehen ohne Schuhe. Oh nein, ich muss meine Louboutins irgendwo verloren haben. Ich kenne da einen Hack. Ich bin kein Clown, aber mit Ballons kenne ich mich aus. Schnipp, schnapp. Die werden wunderbare Stiefel. Ein Gerät zum superschnellen Trocknen. Wow, cool. Entschuldigung, ich hing kopfüber. Oh, tut mir leid, das wollte ich wirklich nicht. Machen wir deine Schuhe nun fertig. Also, schneiden wir das hier ab. Ich muss sehr vorsichtig sein. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Und nun bemalen wir sie. Die werden wunderschön lavendelfarben. Süß, aber es kann nie genug glitzern. Sogar Lady Gaga wäre neidisch auf das hier. Und nun machen wir noch ein passendes Oberteil dazu. Danach könntest du auf dem roten Teppich erscheinen. So, fertig damit. Fast geschafft und nur noch der letzte Schliff. Und voilà! Nice, und nun ist es Zeit für deinen Rock. Perfekt! Wow! Oh, die Klamotten sind so schick. Ich will sie auf jeden Fall anprobieren. Oh, Süße, du siehst perfekt. Oh, es fehlt noch eine Handtasche. Bin ich froh, dass ich meine alten Zahnbürsten noch behalten habe. Pinke Perlen gehen auf jeden Fall immer. Willkommen zurück, Kleber. Na, zeig mir, was du kannst. Ich schnapp sie mir alle. Wie eine Meerjungfrau. Super schick. Hier hast du sie. Sie passt wirklich perfekt. Ich muss die Mädels anrufen. Mädels, das müsst ihr unbedingt sehen. Sie sieht einfach fabelhaft aus. Wir warten. Wo ist sie? Wow. Kannst du meine machen? Kannst du meine auch machen? Keine Zeit, Mädels. Wir haben ein Date. Bye. Wie gemein. Was trage ich nur? Wo ist sie? Ich bin hier. Wo? Wo? Hier. Alles okay? Ja, lass uns Klamotten für dich finden. Du bleibst hier und ich zieh mich schnell um. Was trage ich nur? Vielleicht sieht das gut aus? Was denkst du? Nein. Was ist damit? Nicht schlecht, oder? Ich finde, du solltest etwas Schickeres tragen. Oh, du bist echt schwer zu überzeugen. Und? Oh Gott, das sieht lächerlich aus. Trag doch was Ähnliches wie ich. Oh, du hast recht. Wow, süß. Wir sehen einfach mega aus. Ja, oder? Wir sind echte Mode-Ikonen. Wir haben unsere innere Ariana Grande gefunden. Vogue, strike a pose. Los geht's. Vergiss unsere Taschen nicht. Ich hab Hunger. Ja, ich auch. Aber wir müssen warten. Hallo. Hi. Hallo, Schönheit. Hi. Ich mag deine Haare. Oh, danke. Und ich mag deine Haare. Danke. Guten Abend. Was hättet ihr gerne? Eine Pizza, bitte. Und? Sehr gerne. Und eine Pizza für uns. Okay. Was ist mit deinen Hausaufgaben? Oh, ich hab sie gemacht. Und du? Und hier ist eure Pizza. Guten Appetit. Wir haben keine extra, 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 extra kleinen Pizzen.
Und was sollen wir essen? Oh, ich habe eine Idee. Wir schneiden einfach mit ihm hier ein kleines Stück aus der großen Pizza aus. Oh. So, bitte sehr. Wow. Wow. Bon Appetit. Danke. Das war echt mega lecker. Ja. Ekelig. Was machen die denn? Ugh.